Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Mittwoch, den 2. November. Die Hannover Messe liegt für Unternehmen aus dem Landkreis Nienburg quasi vor der Haustür, um sich dort zu präsentieren. Die internationale Ausrichtung der weltweit wichtigsten Industriemesse und die Größe der fünftägigen Veranstaltung schrecken aber offensichtlich viele hiesige Chefs ab, diese Chance auch wahrzunehmen. Dabei sind die Hürden für eine Teilnahme nicht sehr hoch. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nienburg weist auf die Möglichkeit hin, den Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen zu nutzen. Drei Unternehmer berichten der Hake von ihren positiven Erfahrungen. Ende der 80er Jahre, als das Privatfernsehen in immer mehr Nienburger Wohnzimmern Einzug hielt, sah die damals 15-jährige Anja Kraft ein überlebensgroßes Spektakel über den Röhrenbildschirm flimmern, das sie bis heute fasziniert. Kraft ist seit fast 30 Jahren großer Fan des amerikanischen Show-Ringkampfes, des Wrestlings. Was können junge Nienburger eigentlich so in ihrer Freizeit unternehmen? Ein wichtiger Anlaufpunkt dürfte das Nienburger Jugendhaus sein. Dort kümmern sich Stefan Gilster und Annette Schreiner um Kinder und Jugendliche und bieten ein breites Spektrum an Beschäftigungen an. Was genau angeboten wird, lest ihr am Mittwoch in der Hake. Mit dem Pastorentheater wurde am Reformationstag in der Lockomer Klosterkirche das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation auch im Kirchenkreis Stolzenau-Lockum eingeläutet. Rund 420 Zuschauer erlebten die Pastoren aus den Kirchengemeinden des Südkreises einmal ganz anders, als Protesttanten, Störenfried oder auch als Minenarbeiter und Bananenpflücker. Geschrieben hat das Stück Nendors Pastor Jens Mahlmann. Zum Sport. Bezirkschef August Wilhelm Winsmann hat die Pläne einer Gebietsreform im Fußballbezirk Hannover jüngst erstmals in Hildesheim vorgestellt. Freitag kommt er nach Nienburg. In der Tischtennis-Bezirksliga bleibt der MTV Bücken um Michael Neuhaus auch im vierten Spiel ungeschlagen. Gegen den SV Frielingen gewannen die Nordkreisler mit 9:4. Beim Oktoberlauf des TuS Wasserstraße hätte die Bilanz der Kreis Nienburger wesentlich besser ausfallen können. Doch wie schon oft in den Vorjahren mussten sich die einheimischen Läufer bei optimalen Wetterbedingungen mit strahlendem Sonnenschein ausnahmslos mit dem Hinterherlaufen begnügen. Diese und viele weitere Themen liest ihr in der Hake am Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.